skies of a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Ich habe mal so geguckt, wie viel ich auch bei Social-Media-Sachen unterwegs bin. Und also das wollen wir alle gar nicht wissen, ne? Das war so unnormal. Hey Friends, wir haben jetzt eigentlich schon 18 Uhr, aber ich dachte mir so, ich gehe jetzt trotzdem noch laufen, weil ich habe vorhin schon gelernt und ja, keine Ahnung, irgendwie tut es mir immer voll gut, wenn ich mich viel bewege, vor allem jetzt in letzter Zeit irgendwie, weiß nicht, bin ich manchmal so voll down und wenn ich dann Sport mache, dann geht es mir viel besser. Genau, deswegen gehe ich jetzt raus, es ist draußen auch richtig warm noch und die Sonne scheint auch voll und ja, wenn ich unmotiviert bin oder es mir nicht so gut geht oder so, hilft es mir immer übelst total Sport zu machen, so. Und deswegen mache ich das jetzt. Habe ich mich dazu motiviert. Ich sehe so unfassbar rot aus. Ich war auf jeden Fall gerade eben joggen. Und war irgendwie voll anstrengend, weil ich richtig lange nicht mehr joggen war. Aber hat mir auf jeden Fall richtig gut getan. Ich habe jetzt voll so gute Laune. Ich musste heute auch wieder meine Cap anziehen, weil ich so Sonnenbrand habe oder so. Also irgendwie tut irgendwas an meiner Kopfhaut voll weh und juckt auch. Aber ich weiß nicht ganz, Gott, ob das Sonnenbrand ist oder was das ist. Aber naja, auf jeden Fall esse ich jetzt mal was. Hat nämlich irgendwie voll Hunger und meine Mom hat Melonensalat gemacht. Und genau, danach dusche ich dann. Hey Leute, ich war heute Morgen schon joggen und es hat mir richtig, richtig gut getan. Irgendwie will ich das voll gern öfters machen. Aber ich habe halt vor der Schule immer, also jetzt nicht so Zeit, dass ich das machen könnte. Aber heute habe ich erst später Schule. Deswegen konnte ich es heute machen. Also ich habe mir jetzt einfach so zwei Vollkornbrote gemacht und ich habe da halt jetzt so Cashewmus, Hanfsamen und Bananen drauf gemacht und es schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich habe mir jetzt auch noch so einen Tee gemacht und mein Buch geholt und das lese ich jetzt nebenbei. Ich habe gleich auf jeden Fall noch so Online-Unterricht und genau, das habe ich dann 4 Stunden bis 15 Uhr.
Und meine Eltern sind heute auch nicht da, deswegen muss ich mir selber kochen. Aber ich freue mich eigentlich voll, weil wir haben im Keller so Süßkartoffeln, habe ich gesehen. Und ich habe voll Bock, mir irgendwas damit zu machen. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht, weil wir haben auch so Nudeln noch. Und die könnte ich irgendwie auch machen. Mit so Gemüse oder so. Aber vielleicht mache ich mir auch eine Bowl. Muss mal schauen, was wir da haben. Aber habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich hatte jetzt gerade eben noch die ganze Zeit Unterricht. Aber jetzt gerade habe ich so eine bisschen längere Pause. Deswegen nutze ich das jetzt. Und koche mir jetzt mal was. Ich habe nämlich richtig Hunger irgendwie. Also wir haben auf jeden Fall schon so eine Süßkartoffel. Die werde ich jetzt auch auf jeden Fall benutzen. Also es ist eine safe Sache. Aber ich guck mal, was ich dazu noch machen kann. Ich habe jetzt gerade eben auf jeden Fall schon mal die Süßkartoffeln so geschnitten. Und koche die jetzt da drin. Und währenddessen brate ich schon mal diese veganen Falafeln hier an. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe. Aber auf jeden Fall mache ich eine Bowl. Deswegen mache ich da auch noch so ein bisschen Proteinella rein. Also das ist so wie Mozzarella quasi, aber mit mehr Protein. Und ja, hatte ich auf jeden Fall Bock, auch das reinzumachen. Also ich glaube nicht, dass ich die später alle esse, aber ich mache die halt, also ich mache immer so die ganze Packung, weil dann kann man es ja immer noch wärmen so, weil sonst liegt die so angefangen im Kühlschrank und so und irgendwie das ist nicht so nice. Deswegen mache ich es immer alles auf einmal halt. Also die Falafelbällchen braten jetzt schon. Das hier habe ich jetzt auch bis auf die Tomaten schon alles geschnitten. Und die hole ich auch demnächst raus. Und dann mache ich die nochmal kurz hier zu den Falafeln dazu in die Pfanne. Ich habe mir auch noch so Brokkoli geholt. Und den mache ich auch gleich ganz kurz noch in das heiße Wasser reinklopp. Weil, ja, damit er halt schneller auftaut. Also ich habe jetzt hier einmal diese angebratene Süßkartoffel, Tomate, Gurke, dieser Mozzarella, also mit extra Protein und dann Brokkoli und noch Falafel. Und nebenbei habe ich hier noch so eine Paste gemischt, die ich jetzt da oben drauf mache als Soße. Da habe ich einfach Tahini ein bisschen drin, dann noch Cashewmus, Wasser und Sojasauce und auch noch ein bisschen Pfeffer habe ich reingemacht, genau. Und das mache ich jetzt einfach da drauf. Ich liebe Bowls einfach, schmeckt so geil. Krass, nice. Kann man nicht mehr dazu sagen. Hey Friends, ich war gerade eben die ganze Zeit draußen. Und ich will voll gerne joggen gehen. Also ich war ja heute Morgen schon joggen. Aber ich will voll gerne nochmal joggen gehen. Weil das Wetter so geil ist. Und irgendwie wird es ab Donnerstag nicht mehr so nice. Und I don't know. Ich habe wirklich übelst Bock, so rauszugehen und so. Und irgendwie finde ich es voll schade, dass Hans nicht da ist. Weil der würde safe mit mir rausgehen. Und ja, jetzt habe ich niemanden, der mit mir rausgeht. Und alleine rausgehen will ich nicht. Und I don't know. Das Ding ist so, eigentlich habe ich auch voll die Schulaufgaben, die ich noch machen müsste. Aber die Motivation dafür ist halt schon sehr, sehr gering. Andererseits muss ich sowieso irgendwie eigentlich heute noch machen, weil ich muss die abgeben bis morgen. Aber ja. Ich habe ja auch schon so ein richtig süßes Bräunungsoutfit angezogen. Ich ziehe es voll gerne an, um mich zu bräunen. Das finde ich richtig praktisch, weil dann kriege ich hier nicht so hässliche Abdrücke. Und dann habe ich noch so eine liebes bequeme Shorts, die liebe ich in letzter Zeit. Die habe ich den ganzen Tag an. Und ich habe vorhin auch schon so eine Bionade getrunken. Aber ich denke mal, ich hole mir jetzt noch die nächste. Kalorien kennen wir nicht. Ja, keine Ahnung, ich versuche halt immer so nicht so zuckerhaltige Getränke zu trinken, weil das ist ja auch nicht so gut. Aber die hat auch nicht so viel Zucker. Also andererseits denke ich mir so, ich genieße mein Life. Aber ja, ich glaube, ich hole mir jetzt noch eine. Ich bin immer richtig addicted. Sobald wir welche haben, so. Wenn nicht, dann habe ich gar nicht so das Bedürfnis nach sowas. Aber wenn wir es dann haben, dann schon. Genau. Ich habe mir meinen nächsten Bionade geholt. Ich weiß nicht, ich bin heute auch übelst gut gelaunt. Ich habe so voll viel Energie. Und so. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Hilfe.
Ich gehe jetzt auf jeden Fall in mein Zimmer, weil ich war jetzt schon länger draußen so. Irgendwie wird es langsam kühl. Ich nehme auf jeden Fall mein Buch mit, weil vielleicht lese ich oben noch ein bisschen. Mal schauen, wie ich Bock habe. Ich lese übrigens immer noch Harry Potter, aber ich habe es jetzt schon langsam fertig. Genau, also ich habe nur noch so, keine Ahnung, ein paar Seiten so. Ich gehe jetzt doch noch joggen, weil ich doch noch jemanden gefunden habe, der mit mir geht. Und ich bin richtig motiviert. Ich will generell jetzt in nächster Zeit so ein bisschen mehr joggen gehen, meine Ausdauer verbessern, dies, das. Yes! Hey Leute, ich bin jetzt auch wieder back vom Joggen. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe. Doch, ich glaube erzählt, dass ich joggen war. Ja, auf jeden Fall war ich mit dem Freund von meiner Schwester joggen. Zuerst dachte ich, ich finde niemanden, der mit mir joggen geht. Richtig traurig. Aber dann wurde es ja doch noch was. Und es hat mir richtig, richtig gut getan. Und dem glaube ich auch. Und ja, war auf jeden Fall sehr nice. Ich bin auch heute mehr gelaufen als heute Morgen, weil heute Morgen war eigentlich nur so voll die kleine Runde. Und ja, ich habe auch gar nicht so krass geschwitzt. Hier auf jeden Fall sehr nice, weil ich habe ja heute Morgen geduscht und hätte jetzt nicht Bock, jetzt schon direkt wieder zu duschen. Hey Leute, ich hatte gerade eben schon 2 Stunden Schule und jetzt habe ich so eine 20-Minuten Pause. Ich habe mir auch schon Essen gemacht. Also ein Brot habe ich schon gegessen und hier habe ich jetzt noch so irgendeine vegane Schokocreme. Und dann mache ich da immer so Bananen und Hanfsamen drauf. Mit Hanfsamen, das ist übel geil. Das gibt dem Ganzen so voll den Crunch irgendwie. Und das Brot habe ich auch getoastet. War auch richtig nice. Ich habe mir gerade hier so ein paar To-Dos, beziehungsweise halt so Habits, die ich mir angewöhnen will, für den Mai jetzt aufgeschrieben. Weil ich weiß, dass ich das eigentlich machen sollte, dass es mir besser geht. Aber irgendwie kommt es immer viel zu kurz. Also ich habe da jetzt mal aufgeschrieben, zum Beispiel Screen Time, dass ich das auf maximal 3 Stunden reduzieren will. Weil das Ding ist, ich will auch voll gerne mal so machen, so 48 Stunden so ganz ohne Handy. Muss mal gucken, wann ich das mache, weil Hans wollte das auch mit mir machen. Und ich weiß nicht, in letzter Zeit, also ich habe gestern auf mein Handy geguckt. Und also das Ding ist so, klar, wenn ich von meinem Handy aus auch so Schulsachen mache, also da haben wir halt so, so eine Video-Call-App, genau, und ja, keine Ahnung, das brauche ich halt auch für die Schule, also ist die automatisch dadurch höher, weil ich ja die ganze Zeit dann, also den ganzen Schultag über an meinem Handy sein muss, aber trotzdem, ich weiß nicht so, also das ist schon richtig heftig, wenn man so da drauf guckt, und auch, ich habe dann so geguckt, wie viel ich auch bei so Social-Media-Sachen unterwegs bin, und also das wollen wir alle gar nicht wissen, ne? Das war so unnormal und dann irgendwie ist mir mal so klar geworden, dass das so nicht weitergeht. Das kann es nicht sein, meine Freunde. Keine Ahnung, irgendwie das ja, hat mich richtig geschockt, irgendwie, als ich das gestern gesehen habe. Weil sonst hatte ich immer so auch voll die hohe Screentime, aber jetzt ist es schon ein anderes Level, meine Freunde. Ich finde auch so Zettel irgendwie übelst nice. Keine Ahnung, ich finde, die bringen immer voll sowas. Also so mit verschiedenen Farben, dann bin ich immer direkt motiviert, irgendwie Sachen aufzuschreiben. Irgendwie ist generell so, ich schreibe voll gerne so Sachen auf und ich plane auch voll gerne so Sachen. So, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich, hat man dann voll das Gefühl, dass man sein Leben voll im Griff hat. Und dann kann man auch schon so vorplanen, zum Beispiel. Ich plane auch immer so vor Arbeiten oder sowas. Wann ich anfange zu lernen und wie viel ich lerne. Und es klappt nicht immer so, to be honest. Aber ja, keine Ahnung, ich versuche sowas auch mit meinen YouTube-Videos jetzt irgendwie wieder zu machen, weil ich habe es vor lange jetzt nicht gemacht. Aber irgendwie war es auch komplett durcheinander. Deswegen will ich jetzt auch so YouTube-Tage quasi machen, wo ich so Videos hochlade, damit das alles irgendwie strukturierter wird. Ich bin auf jeden Fall wieder Physik unterrichtet. Da muss ich gleich mal in meine Konferenz rein. Also Freunde, das ist das, was ich den ganzen Nachmittag gemacht habe. Ich habe irgendwie diese ganzen Bücher mal rausgeholt, die ich alle verkaufen will. Ich habe mir vorgenommen, die auf Rebuy zu verkaufen, wobei ich noch nicht weiß, weil die Bücher da schon krass, also da kriegt man schon krass wenig Geld dafür, habe ich so gesehen. Aber andererseits will ich sie auch loswerden und ich denke mir so, wenn ich sie jetzt so auf eBay oder irgendwo anders so normal reinstelle, dann dauert das auch manchmal voll lange.
Und dann werden die Bücher auch manchmal gar nicht gekauft. Und da ist es halt safe, dass ich sie danach los bin. Heute Morgen war ich richtig motiviert, heute joggen zu gehen. Dann hat es geregnet und so, dann hatte ich nicht mehr so Bock. Aber ganz ehrlich, ich denke mir so, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und ich weiß, dass mir dann auch besser geht. Deswegen werde ich es jetzt einfach machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mein Jogging-Outfit on. Und ja, ich denke, ich gehe heute nicht so lange joggen, weil es halt schon so ein bisschen später und dann will ich nicht so durch den Wald laufen. Genau. Ich habe aber auf jeden Fall schon jetzt Motivation bekommen. Ich finde, wenn man so Sportkleider anzieht, ist man auch direkt so motivierter irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hilft es mir immer voll. Also ich gehe jetzt mit meiner Mom noch einkaufen, bevor wir Schule haben. Weil danach habe ich nicht so viel Zeit und ich brauche noch ein paar Sachen. Auch so fürs Wochenende. Wir waren jetzt gerade eben noch einkaufen, also ich und meine Mom. Und die bringt gerade den Wagen weg. Und irgendwie fand ich es voll anstrengend, mit der Maske zu atmen. Aber ich glaube, das ist auch voll, weil ich das nicht mehr gewöhnt bin. Weil ich die halt nicht aufziehen musste, wenn ich zu Hause bin oder so. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder zurück und dann habe ich Schule. Ich backe jetzt gleich auf jeden Fall meine Muffins und da der Tag ist hauptsächlich aus Bananen und Haferflocken und ich will auch noch so Himbeeren da reinmachen und oben drüber mache ich so eine Schokoglasur. Deswegen hole ich mir erstmal die Bananen dafür. Ich habe jetzt kurz alles verrührt und es ging auf jeden Fall richtig, richtig schnell. Und jetzt mache ich da einfach noch die Beeren rein, also einfach so ein paar. Und dann mache ich es auch schon in die Förmchen. Ich habe gerade eben die Muffins hier rausgeholt, sehen auf jeden Fall voll nice aus. Die sind auch noch richtig weich auf jeden Fall, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Ich habe hier auch so Gugelhupfformen genommen, finde ich voll süß. Und ich lasse jetzt einfach so ein bisschen auskühlen, weiß nicht, so 10 Minuten oder so. Und dann mache ich so Schokolade drüber. Ich freue mich auch schon richtig, weil gleich kommt auf jeden Fall auch eine Freundin zu mir. Deswegen werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal Kontaktlinsen gleich reinmachen. Weil wenn die kommt, wollen wir auch so Bilder machen und dann werde ich mich dafür schminken und so. Ich bin gerade übrigens auch schon die ganze Zeit dabei, mein Zimmer aufzuräumen. Weil irgendwie sieht es halt immer richtig schlimm aus. Und wenn ich Leute so, also wenn Leute so zu mir kommen, dann denke ich mir immer so, okay, Johanna, krieg's mal in den Griff so. Ich freue mich auch schon richtig, weil nachher kommt dann noch Hans zu mir. Und morgen machen wir dann auch Sushi. Und eine Arbeit wurde ja nächste Woche auch gestrichen. Deswegen, ja, müssen wir auch nur für eine Arbeit erstmal lernen. Ja, ist auf jeden Fall. Hey Freunde der Sonne, gestern habe ich irgendwie gar nicht mehr mich gemeldet, weil da habe ich dann so die Zeit mit meinen Freundinnen genossen und wir waren voll viel draußen und so. Haben auch richtig nice Sachen gegessen. Und ja, genau. Jetzt bin ich schon aufgestanden, habe schon geduscht, wie man sieht. Und jetzt esse ich was. Meine Schwester hat nämlich so Pancakes gemacht.
machen uns gerade so Mittagessen. Also wir machen heute mittags Sushi, habe ich ja schon erzählt. Und wir haben hier auch noch so vegane Fischstäbchen, so Spinat und Kartoffeln ein bisschen. Weil irgendwie essen wir auch erst nachher, weil der Reis kocht halt gerade erst. Und wir haben schon Hunger. Und ja, Hans kümmert sich jetzt auf jeden Fall darum. Um Baby. Hm? Alles gut. Ich finde es nicht so cool, seine Aufgabe. Ich sag's euch, wenn ihr Fischstäbchen liebt, müsst ihr unbedingt diese veganen Fischstäbchen von Vivera probieren. Die sind richtig, richtig lecker. Ich finde, die schmecken übel so wie Fischstäbchen. Sie sind nur ein bisschen fester, aber vom Geschmack richtig ähnlich. Also wir haben jetzt schon mal alles prepared. Die Sachen hier benutzen wir alles für die Maki, um die zu füllen. Dann haben wir hier schon mal Reis, den lassen wir schon mal ein bisschen auskühlen, weil der wäre echt warm. Und diese Blätter haben wir auch. Und das ganze Zubehörzeug halt. Dann haben wir hier auch so Sesam, haben wir in schwarz und auch in hell eins. Und eine Wasserschale, genau. Und ja, wir haben halt vor, auf jeden Fall so diese Nigiris zu machen, Makis. Und dann noch so California Rolls oder so nennt man die, glaub. Aber ich wollte die voll gerne mit Salat und Frischkäse machen, aber müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ja, mach so länglich und dann verteilt das so drüber. Okay. Wie mache ich das? Also soll ich so lang machen wie die hier? Ja, wie? Ne? Wie? Wir machen es ja einmal kannst so. Du machen, ja. Okay. Soll ich mal hinlegen? Ja. In die Mitte so eher, oder? Nee, aber da vorne. Hier vorne so. Ach so, ganz vorne. Ja. Aber nicht so weit vorne. Schon. Mach du. Ja, das passt so. Okay. Machen wir noch was rein? Das ist ja ein bisschen wenig, oder? Ja, also ich dachte, jetzt machst du jetzt noch eine zweite rein. So. Nee, ich wollte nicht nur Karotte in eins. Ich mache noch einen Gurken rein. Halt noch. Da. Wir haben hier schon unsere ersten Makis. Und ja, jetzt will ich auf jeden Fall mal machen. Ich habe schon richtig viel Gemüse jetzt geschnitten. Ne? Und ja, danach machen wir auch noch solche mit so Sesam und so. Darauf freue ich mich voll. Aber ich will jetzt auch Makis mal machen. Eine Handvoll. Achso, machst du es mit deinen Händen? Ja, mach deine Hände erst nass. Das ist ein bisschen arg, Schatz. Zeig mal, mach mal Hand auf. Ja, so. So eine kleine Handvoll. Boah, das ist voll schön warm. Zeig mal noch. Ja, so, passt. Das sieht voll gut aus, oder? Ja. Setzt du dann hier hin? Verteilt hier so länglich. Ja, aber jetzt erstmal hier hin, ne? Ja, aber du kannst das schon jetzt länglich verteilen. Ich nehme jetzt den hier. Nee, mit deinen Händen, Schatz. Das ist leichter. Ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ein bisschen viel. Oh, ja. Du hattest ein bisschen viel. Ich hab viel weniger als du. Du bist jetzt leise. Hey. Hey. Ja, danke, dass du meine Fettfinger erstmal filmst. So viel, das ist zu viel. So. Nur bis dahin. Ach so. So, dass es sich schließt. Nein, 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 nein. Warte doch, heb mal, ich mach's heb gleich. Mal. Nein, ich hab's doch gleich. Meinst du wahrscheinlich tausendmal besser als deins? Ja, dann mach. Ach, oben, gell, drauf drücken. Ja. Dass es viereckig ist. Eigentlich muss gar nicht viereckig sein. Oh, ich will's essen. Gib's mir im Mund. Ich geb's dir gleich in den Mund. Wenn du das willst. Total geil. Geil. Schmeckt aber echt voll lecker. Boah, die gehen ja so auf. Ja, ist ein bisschen kacke geworden. Also, ich versuch's jetzt nochmal. Und diesmal wird's besser. Wünscht mir Glück. Mh, ach, ich brauch so ein Platt, ne? Ja, halt die gern noch so. Mhm. Gib mal einen Reis. Also muss ich weniger nehmen, oder? Weil gerade eben wiegt es ja nicht so. Ja, so rein. Erstmal so grob verteilen überall. Dann
kannst du so in die Flächen reinmachen. Ja, so wie jetzt. Wenn du es nicht mehr so hinten schaffst. Ja, komm, soll ich doch einfach leise. Hm? Ja? Nein! Nein! Oh Hans, die denken eh schon alle. Nein! Ein bisschen peinlich jetzt. Wie dieses Kind von letztens. Ich entschuldige mich schon mal für ihn. Ja, welches Kind? Ja, das, wo voll hektisch war. Ja, genau. Hä, ja, das geht ja voll schlecht. Ah, der hat es auch immer wieder abgewischt, kann das sein? Ja, das soll auch gleich noch sein. Welche Lappen wollen? Ja, wenn man feuchten Lappen. Richtig nice, wir haben jetzt diese California Rolls auch noch gemacht, also Hans. Und sehen voll gut aus. Mach die nicht so klein, oder? Du hast gesagt, ich soll sie. Hä, aber ich glaube, die lässt man so, die stellt man, glaube ich, nicht seitlich hin, sondern lässt man so, aber die werden eigentlich größer, oder? Ja, mach ich den nächsten größer, oder machst du den? Ja, weil die sehen aus wie Markies. Hä, ich glaube, wir brauchen da echt das ganze Blatt. Ich mache jetzt hier noch so Sushi. Da unten drunter ist schon Sesam und Reis mit so veganem Frischkäse. Also den kann man theoretisch auch selber machen, aber I don't have the time. Ich finde die auf jeden Fall sehr nice, weil wenn man die kauft, dann gibt es die ja nie mit so veganem Frischkäse oder so. Und so kann auch meine Schwester und so das essen. Also so sieht unser Sushi jetzt fertig aus. Wir haben schon angefangen, das zu essen. Und ja, wir haben hier noch eine Erdnusssoße gemacht. Und da haben wir noch eine Sojasauce.